Das ist schon fleißig. So Hunger. Das ist wirklich lustig. Also da nehmen ja echt viele Leute ernst, dass ich mich damit komplett ernähren möchte, ne? Ja, ich auch. Also wir freuen uns schon, wenn wir das Steak essen, ne? Und du kriegst dann deine Kartoffeln. Habe ich jemals gesagt, dass ich mich von Veganistan ganz alleine ernähren möchte? Ja, doch. Missverständnisgefühl. Naja, okay. Aber ich bin angefangen. Ja, sehe ich. Bodenbearbeitung. Aber ich glaube, ich nehme nachher noch einen Trecker zur Verfügung. Der ist aktuell aber noch unterwegs. Ja, und dann wird immer mein Trecker kommen und hier ein wenig hier flühen als Basis, glaube ich. Ich habe mir schon richtig viel Gedanken gemacht. Oh cool, das möchte ich wohl wissen. Also ich meine, kannst du mir vielleicht kurz erzählen, was ich so dieses Jahr zu essen kriege? Oder die Hecke. Oder auch nicht. Also. Ich immer vorne stehen. Ich muss nämlich eigentlich das Ding in der Hand nehmen und du musst dann immer hinter mir. Weil du so mini kriegst. Also wir machen Folgendes. Ja. Ich habe das ja gerade mal so überschlagen, beziehungsweise, nee, ich denke, das eigentlich müssen wir uns in Hochkant filmen. Aber wir haben das jetzt ja gerade mal... Nein, ich muss ja auch vor dir stehen, guck mal. Okay, wir haben das gerade... Ja, also mein Plan ist, dass wir eine große Fläche Kleegras machen. Ich habe das mal grob überschlagen. Und zwar gibt es pro Hektar an Kleegras oder pro Schnitt irgendwo 70 Kilogramm Stickstoff, den wir aus der Luft sammeln. Einer der wichtigsten Nährstoffe. Und deswegen soll in meinem Veganistan ungefähr 2/3 der Fläche wird dann Kleegras. Okay. Das sind ungefähr 1400 Quadratmeter. Mhm. Die werden wir gleich mal abtreten. Wir haben uns bewusst gegen mineralischen Dünger ausgesprochen. Oder? Wir sollten versuchen, keine endlichen Produkte einzusetzen. Weil endliche Produkte sind irgendwann endlich. Und wenn wir in Generationen denken, ist es halt so, dass es irgendwann das nicht mehr gibt. Genau. Also, und Stickstoff, das ist so eine Faustzahl, die wir gehört haben. Pro Kilo Stickstoff, den wir künstlich erzeugen, brauchen wir ungefähr eine Liter Erdöl. Sprich, 2/3 der Fläche werden Kleegras. Das ist da hinten so. Da. Genau, lass mal doch mal ablegen. Wir gehen mal rüber, genau. Wolltest du mal dein hier Markiereisen mitnehmen? Oh, mein Markiereisen. Holst du das Markiereisen? Ja, Markiereisen nicht geholt. Was bist du eigentlich in Veganistan? Ich? Hofner? Ich bin Markt. Markt, die Markt. Die Anke-Markt. Ich muss halt nachher ernten und kochen. Ah, genau, du musst vor allem pflegen und kochen. Deswegen darf ich mitbestimmen, was es gibt, sonst koche ich das auch nicht. Also, ich habe das mal ganz grob abgeschlagen. Wir treten ab. 50? 55? 56! Ja, cool. Das passt ja. Ja. Also. Okay. Jetzt haben wir gerade am Reisbett ausgemessen. Und jetzt in der Praxis, dass wir hier 56 mal 25 ca. 1400 Quadratmeter Fläche haben für unser Kleegras. Da vorne mal hin. Ist jetzt schon aus der Pusse? Weißt du, wie ich gerannt bin? Wir machen da vorne einen kleinen Fleck hin, das ist unser Komposthaufen. Der muss ja auch auf der Fläche lagern. Ja, wir müssen das Kleegras ja ein bisschen lagern. Diskutieren, natürlich filme ich. Ups. Ich war kein Anfänger. Naja, also wir müssen ja das Kleegras lagern. Mhm. So wie ich jetzt, sag ich mal, meine Futtermittel oder so für die Tiere ja auch lager. Damit was? Aber meistens ernte ich ja auch im Sommer oder Herbst, wenn ich den dann nicht mehr brauche. Mhm. Und dann mache ich da also ein Silo von oder ein Kompost halt. Anderes Thema. Oh, ist jetzt zu komplex. Das ist meiner. Läuft ja auch noch irgendwas anderes außer Trecker? Trecker. So. Okay, Linie und dann... Okay, Linie. 1400 Quadratmeter. Weißt du, was wir noch vergessen haben? Ja, was? Wieso vergessen? Biodiversität rettet die Bienen. Ja, okay. Also wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt auch weniger, also Glyphosat haben wir gar nicht mehr und. Aber wir wollen die Bienen wieder haben und wir brauchen natürlich auch Bestäuber für unsere Flächen und deswegen bin ich dafür, dass wir 5% von Veganistan. Ich bin ja wieder König. Also ich bin definitiv sowieso immer dafür. Ich auch. Ich glaube, wir bauen sie alle. Blümchen. Dafür. Haben wir jetzt auch schon gemacht und tippitoppi. Machen wir dann weiter. Also Veganistan bekommt einen Streifen Blühwiese. Das sind 60 Quadratmeter. Machen wir hier. 3 Meter mal 20. Okay, markier mal eben. Ich habe schon lange nicht mehr so viel am Schwaden gestanden. Ja. Blühwiese. Vegan macht fit. 1, 2, also jetzt drei, wolltest du Getreide, sagst du? 4. Ja. 5, 6, 7, wie viel wolltest du machen? 8, 9, 10, 11, 12. 12 Meter. 12? Okay. Dann hast du. 12 Meter Getreide mache ich jetzt. Reichen nicht 9? Ich meine, wir wollen ein bisschen Kohl, Gemüse,
Kartoffeln? Ja, aber die 9 Meter fürs Brot und 3 Meter fürs Bier. Ja, ja, okay, natürlich. Und hier haben wir so ausgerechnet, das ist ja ein 40. Hektar circa. Und bei einem durchschnittlichen Ertrag von 4 Tonnen von einem Sommergetreide, ich muss mal gucken, ob es ein Sommerdinkel gibt, liegen wir hoffentlich bei 4 Tonnen pro Hektar. Das entspricht dann 100 Kilo Getreide, lieber Herr. Ein bisschen was muss ja auch drauf gehen. Genau. Er muss ja auch ein bisschen Spaß machen, die Arbeit hier. Mit Veganes, dem Bier meinst du? Veganes, da muss er auch. Und ich muss ja irgendwie meine Steuer kriegen. Weißt du? Die Alkoholsteuer, die ziehe ich hier rein. So, dann haben wir. Also. Okay. Und jetzt habe ich gedacht, Kartoffeln. Kartoffeln ist auch so ein Sattmacher. Ja klar, Kartoffeln ist definitiv wichtig. Kartoffeln sind schon ein paar Tage. 100 Quadratmeter Kartoffeln, sagt man. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Meter Kartoffeln. Also die Kartoffeln, habe ich gerade nachgeschlagen, haben etwas mehr als 80 Kalorien pro 100 Gramm. Das entspricht also etwas mehr als 800 Kalorien pro Kilogramm Kartoffeln. Und auf meiner Fläche erwarte ich im Spitzenfall einen Ertrag von 300 Kilo. Also haben wir 240.000 Kalorien von der Fläche. Bei meinem durchtrainierten Körper und meiner Bewegungsintensität wird dieser Kartoffelacker im Idealfall für 80 Tage ungefähr reichen, um mich zu ernähren. Bitte, ich möchte auch was anderes essen, bitte. Darf ich, Anke? Also, sehr gerne, klar. Aber Kartoffeln sind ja schon nicht schlecht. Okay. Da kann man ja sehr, sehr viel was machen. Ah, okay. Okay. Das Problem ist aber, ist jetzt mir verbrenne ich so viele Kalorien. So viel Acker hast du nicht. Das Problem ist aber, witzig. Ich finde es ja voll lecker, die Reibekuchen und so. Da ein bisschen Öl rein. Und da habe ich mir so gedacht, was ist mit Sonnenblumen? Hm? Ah, coole Idee. Chemikalie. Also, wenn wir jetzt mal ganz grob die Fläche abgesteckt mit den Hauptgütern. Mhm. Und jetzt haben wir hier vorne noch eine Fläche von 14 mal 20 Meter frei. Und da kommen so Leckereien drauf. Oh ja. Anke schon jede Menge gute Ideen gehabt. Sag doch mal, was kommt da drauf? Worauf kann ich mich freuen? Ja, keine Ahnung. Also ich würde ja... Steak? Pflanzt du da ein paar Steakbäume? Ich guck mal, wenn ich was finde. Oder so eine Wurstpalme. Nein, ich denke, wir machen einfach so ganz konventionell. Alles wird schön einfach wächst, oder? Mhm. Wenn man Spinat, aber Spinat ist... Ist halt nur kurz, aber... Aber Spinat ist auch mal ganz lecker. Spinat ist aber sehr stickstoffintensiv, ne? Brauchen wir viel Stickstoff, ja. Mhm. Aber ist ja kein Thema, kriegen wir ein. Ich wäre noch so ein bisschen für Kohl. Kohl machen wir auf jeden Fall. Wenn muss du ja, möchtest, müssen... eine Reihe Porree oder so. Porree, wir da müssen... kann man immer ganz schön Suppe kochen. Okay. Also Suppe, so Gemüse, Kohlsuppe, Gemüsesuppe. Was ist eigentlich das Geilste an so einer Gemüsesuppe? Na, Fleisch da drin. Das hast du jetzt gesagt. Wir müssen ja auch noch sehen, dass wir das ganze Jahr über kommen. Also Kartoffeln sind lagerfähig, Getreide ist lagerfähig. Ja, Kartoffeln, Möhren, keine Ahnung. Möhren sind lagerfähig. Du kannst auch alles einfrieren. Genau, einfrieren. Das geht. Okay. Was ist mit Grünkohl? Ja, klar. Ich liebe Grünkohl mit Mettwurst. Also Grünkohl auf jeden Fall, klar. Aber es ist natürlich eine Frucht, die sehr, sehr lange draufsteht, ne? Ich liebe Grünkohl mit Mettwurst. Ja, Schatz, du kriegst den Grünkohl, ich die Mettwurst. Ja, aber ist natürlich auch steht lange drauf. Ne? Aber mach ja gut, jetzt. Muss ja aber auch was machen. Ich würde als Tomaten. Ja, auf jeden Fall. Wir machen Tomatenpflanzen. Zuckermais. Hast du alles aufgeschrieben? So ein bisschen habe ich schon aufgeschrieben. Paprika kann man auch machen. Wie scharf. Paprika. Nicht ein bisschen was. Mit Geschmack. Paprika wachsen aber, glaube ich, so besser unter Dach. Also ich meine, die dürfen nicht so viel Regen von oben. Aber kann man alles machen. Brauchen wir ein kleines Dach. Was brauchen wir noch? Habt ihr noch Ideen, was ich im veganen Stand anbauen kann? Was ihr Dirk essen soll? Habt ihr noch Ideen? Ich würde mich freuen, wenn ihr unter das Video ein paar Kommentare schreibt, was ihr noch so als Favorite-Ernährung für mich so habt. Passt du auf mich auf? Nein, wir wollen es wirklich versuchen. Wir wollen gucken, was dabei rauskommt mit der ganzen Geschichte. Und Planung, denke ich, ist soweit erstmal grob abgeschlossen. Also, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn der Dirk hier am Pflügen ist. Bis dann. Ciao. Juhu.